Die History der Römer in Germanien umfasst eine Zeitspanne von etwa 500 Jahren. 55 vor Christus setzte Julius Caesar erstmals Truppen über den Rhein. Hier eine Karte zur maximalen römischen Ausdehnung in Europa und in den Osten und Süden. Die Römer kultivierten Europa. Eine Vielzahl archäologischer Funde von Straßenführungen, Gutshöfen, Siedlungen bis hin zu Städtegründungen lassen das kulturelle, soziologische Leben sehr detailliert darstellen. Im 5. Jahrhundert brach das Weströmische Reich durch den Druck der Germanenstämme zusammen. Für die Lebensmittelversorgung spielten unzählige Gutshöfe eine bedeutsame Rolle. Das römische Landgut, die sogenannte Villa Rustica, meist im Hinterland des Limes im Schutzbereich der Kastelle lokalisiert. Die Gutshöfe erzeugten reichlich Lebensmittel für das Militär und auch für die Zivilbevölkerung. Reisende konnten hier auch übernachten. Die häufig sehr großen Anlagen bestanden aus dem Herrenhaus mit Säulengang und den Risaliten sowie den Wirtschaftsgebäuden. Wir stellen hier exemplarisch 4 Gutshöfe vor, die als Archäologiepark präpariert wurden. Vieles bis zu ganzen Modellen lässt sich heute auf der Basis archäologischer Funde rekonstruieren. Fazit: Die Römer besaßen schon eine hochentwickelte Bautechnik und Baukunst. Es werden 4 Gutshöfe vorgestellt. Die Villa Rustica in Weiler bei Bingen, eine Portikusvilla. Dann in der Südpfalz die Villa Weilberg, ein Weingut mit Kelter. Dann die Villa Wachenheim an der Weinstraße. Und die Villa Haselburg im Odenwald. Nichts aus der Geschichte gelernt, die Zukunft besser zu meistern. Dazu haben wir mehrere Filme produziert. Politikwissenschaftler und Geschichtsphilosophen geben über das Warum plausible Erklärungen. Das Ende der Völker und Herrscher sind zum Beispiel häufig Ruinen oder Bodendenkmäler.